Hey Leute, erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr das Video eingeschaltet habt. Kurz vorab, bevor das Video jetzt mit Patrick gleich losgeht, haben wir hier noch einmal den Gewinner zu verkünden vom letzten Gewinnspiel. So, dann wollen wir es jetzt auch schnell über die Bühne bringen. Das ist nämlich eisig kalt. Wir haben eine schöne Kältefront jetzt hier bekommen. Hier liegt sogar Schnee an der Seite. Sieht man vielleicht im Hintergrund. Ich werde das jetzt live hier machen, sodass ihr auch seht, dass ich hier nicht bescheiß. Ich habe jetzt hier die Kommentare mal offen. Ich kann jetzt hier auch sehen, wer von den Kollegen hier dem Channel folgt, ein Subscriber ist, sodass hier auch alles mit rechten Dingen zugeht. Zack, ich pick jetzt hier einfach random einen raus. Ich guck nicht hin, ich guck nicht hin, ich guck nicht hin. MacArnold. MacArnold. Das Zelt hat drei Eingänge. Ist natürlich völlig richtig, die Antwort ist korrekt. Mach das bitte folgendermaßen, MacArnold, MacArnold. Mark Arnold, lass mir mal bitte bei Instagram, lass uns da eine private Nachricht zukommen. AvidCarb_Germany_Austria. Einfach eine private Nachricht schreiben, dann schnacken wir da, gibst mir deine Adresse und dann bist du der glückliche Gewinner und kannst schon bald mit dem Screenhouse 4D, vielleicht mit der Familie oder mit Kollegen in Urlaub fahren und ihr könnt euch das richtig gut gehen lassen. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß beim Video. Und ja, eigentlich perfekt, um sich ein Video jetzt reinzuziehen. Eisig kalt, ich mache das gleich jetzt auch. Haut rein. Leute, herzlich willkommen hier im hohen Norden. Kurz zu mir, ich bin Patrick Buhr, bin jetzt neu im Avid-Team, freue mich dabei zu sein, habe echt Bock auf alles, was so kommt. Genau, ich komme aus Hamburg, fisch halt viel auch, früher die Ecke hier auch bei mir in der Stadt und so, viel ausprobiert, Vereinsgewässer, auch die Alzheimer angetestet und so weiter, bin aber in den letzten Jahren dazu gekommen, eigentlich hauptsächlich die Naturseen zu angeln, Schleswig-Holstein, ja teilweise Mecklenburg, weil es einfach irgendwie vom Angeln her mehr Bock bringt für mich. Ich bin nicht mehr der Freund davon, irgendwie an einem Vereinsgewässer zu sitzen mit x Leuten, wo ja der eine dem anderen auf den Sack geht und man im Prinzip sein Angeln auch nicht so frei entfalten kann, wie man gerne möchte. Dann ja, nehme ich mir lieber die Zeit und fahre eine Stunde oder anderthalb mit dem Auto, aber habe dann auch wirklich ja, so einen See von ein paar hundert Hektar einfach für mich und kann rumfahren, gucken, wo sind die Fische, wo will ich mich hinsetzen. Und ja, bin dann letztendlich auch erfolgreicher, weil ich halt mein Angeln so durchziehen kann, wie ich will. Auch in den Gewässern ist es teilweise ja, gut möglich, die Fische einfach zu finden innerhalb kürzester Zeit, wenn man wirklich ein bisschen sucht. Und genau, das ist eigentlich meine Angelei in den letzten Jahren. Hab immer weniger Zeit eigentlich, beruflich viel zu tun, Family zu Hause und ja, dementsprechend oft dann auch nur mal für eine kurze Session, für eine kurze Nacht oder auch mal nur für ein paar Stunden los. Und ja, habe mich dementsprechend auf dieses Kurzsession-Angeln eigentlich so ein bisschen fokussiert. Genau. Wo sind wir hier heute gelandet? Also wir haben uns entschieden, einfach mal um ein bisschen zu starten, uns auch ein bisschen kennenzulernen, eine Session mal hier auch im Kalten halt noch zu machen. Haben uns einen ja, relativ kleinen See dafür ausgeschaut, der überschaubar ist, wo ein paar Fische drin sind und man ja, im Winter jetzt auch hier sein Glück mal probieren kann. Ja, was heißt Winter? Es ist Anfang März, aber es ist wirklich
nachts noch Frost und die Fische sind noch nicht so richtig viel unterwegs. Deswegen hatten wir uns eigentlich ausgeschaut hier eine ruhige Ecke mit ein bisschen Totholz. Ja, wie es halt immer so ist, ne? Wenn man dann wirklich was plant und mal drehen will, ist der Platz natürlich besetzt hier gestern. Wir sind ja im Dunkelwerden eigentlich angekommen und mussten dann nochmal umplanen. Ja, sind jetzt hier im Prinzip auf eine Stelle gegangen, wo man mitten in den See angeln kann, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht sind die Fische bei dem kalten Wasser auch noch nicht so an den Uferkanten unterwegs, sondern sind noch mitten im Teich. Ja, dann lief gestern Abend tatsächlich auch ganz komischer Biss irgendwie ein Fisch los. War erstmal wie ein Brassen im Drill. Ja, stellte sich dann raus, war doch irgendwie ein Karpfen. Kein Riese, aber ja, ist dann leider ausgestiegen. Das ist natürlich richtig bitter, so gerade bei dem kalten Wetter, wo man dann weiß, okay, kriegst wahrscheinlich nicht viele Chancen, bist auch zum Videodreh hier, aber was willst du machen? Der ist dann leider ausgestiegen. Und ja, das ist es auch gewesen für die Nacht leider. Werden jetzt mal gucken, was geht. Ein paar Stunden haben wir noch. Werden vielleicht gleich nochmal moven, nochmal einen anderen Spot anangeln und schauen, was wir noch machen können. Jo, es hat tatsächlich geklappt. Wir haben jetzt noch mal einen anderen Spot befischen können. Hier wollten wir eigentlich auch gleich hin. Uns gegenüber auf dem Platz hat jetzt halt jemand gesessen die Nacht. Deswegen sind wir auch jetzt hier hingegangen, wo er nicht unbedingt seine Ruten liegen hatte. Aber ja, genau, man wollte sich hier halt trotzdem dann gestern nicht hinsetzen. Ne? Ja, haben jetzt im Prinzip hier, man sieht es wahrscheinlich auch im Video vom Unterschied her, eine relativ windstille Ecke drüben war es ja wirklich, saß man im kalten Wind. Das war wahrscheinlich auch nicht so der Hit für die Fische. Jo, und jetzt haben wir hier eigentlich die Ruten alle mehr oder weniger so an Totholz und überhängenden Ästen liegen. Kleine Köder, ein bisschen Partikelboilies, schön gefüttert auch. Und das Futter zeigen wir euch auch gleich nochmal, da haben wir echt ja, auch alles gegeben, was man um die Jahreszeit so machen kann. Schön mit Groundbait, Liquids, mit Bachflohkrebsen und Bloodworms und ja, kleine Dumbbells dazu. Also echt alles mitgenommen, was man so machen kann. Wir probieren jetzt noch hier ein paar Stunden unser Bestes. Melden uns hoffentlich nochmal mit dem Fisch zurück. Was für Rigs verwende ich jetzt hier in der Situation an dem Gewässer und warum? Ja, einmal hier so ein standardmäßiges D-Rig geht immer, habe ich jetzt hier auf den Wurfruten in dem Fall drauf, die ich eine Ecke doch rausfeuern musste jetzt hier. Und ja, da funktioniert das für mich einfach immer sehr gut. Die sind verhedderungsfrei, sowohl das Vorfach an sich, was relativ steif ist, als auch dann der Hakenköder hier mit dem D, da kann nichts passieren, da heddert nichts, da liegt nichts schief irgendwie nachher am Grund. Das legt sich sauber hin, das streckt sich. Genau, und dann kann ich immer mit einem guten Gefühl die Ruten auch mal eine Weile liegen lassen, dass das passt. Gebunden jetzt aus unserem Outline-Flow-Carbon-Vorfach mit einem 4er Armorock Curve drauf. Genau, ein Medium-Rig-Drop. Wie habe ich es gebunden? Im Prinzip hier ganz einfach einmal im Hakenschenkel befestigt, das D gelegt, ein kleiner Bait Swivel drauf, so dass ich nachher jeden Köder hier drauf befestigen kann. Dann am Öhr mit einem ganz normalen No-Knot gebunden. Der Rig Drop drauf, die richtige Länge. Ich fische es jetzt hier relativ kurz, gerade im Winter, dass die Fische, wenn sie sich nicht viel bewegen, sich trotzdem gleich haken. Genau, Schlaufe am Ende und fertig ist das Ding. Ich fische es jetzt hier mit einem Wafter. Einfach weil das ja auch super liegt. Es sinkt langsam runter, das Vorfach kann sich immer strecken und der Fisch kann es auch
leicht einsaugen. Also es schwebt hier am besten echt immer so dann leicht drüber, dass es genau ausbalanciert mit den Haken und dem Köder. Der Haken liegt unten und der Fisch saugt es wirklich leicht ein. Ist gerade im Winter wichtig auch, finde ich, wenn die Fische relativ vorsichtig und langsam fressen, dass der trotzdem gleich weit ins Maul möglichst reinfliegt, dann hakt. Ja, genau. Das ist es. Das habe ich auf den Wurfruten drauf und das passt. Und als zweites für die Ruten, wo ich jetzt nicht geworfen habe, einen habe ich zum Beispiel jetzt hier einfach am Ufer längs gelegt, so ein Stückchen, wo ein bisschen geäst war, sah echt ganz interessant aus. Da fische ich dann gerne auch ein weicheres Vorfach. Jetzt hier ein ganz normales Standard-Hair-Rig, ist gebunden aus unserem Captive-Coated-Hooklink. Habe ich jetzt die Ummantelung runtergemacht, dann ist es super weich und flexibel. Kleine Tigernuss drauf mit einem Fake-Maiskorn. Genau, weil relativ feines Futter auch mit Groundbait und allem drin. Hab das jetzt hier ganz normal mit einem No-Knot gebunden, auf einem 6er Armorock White Gape drauf, ein bisschen Schrumpfschlauch, um das Vorfach hier im richtigen Winkel austreten zu lassen, auch ein kleines Stückchen hier unten nochmal am Hakenbogen, dass es genau an der Stelle rauskommt, wo ich es auch will, perfekt hakt. Ja, die Haken super scharf, ist auch immer ganz wichtig, finde ich, besonders im Winter natürlich generell, wenn die Fische vorsichtig fressen, dann muss die Spitze einfach schnell greifen und ja, das passt einfach. Genau, auch hier ein kleiner Rig-Prop drauf, dass das Ding sauber liegt, konnte ich natürlich schön runterführen, dann weiß ich, das liegt da gerade und ja, das funktioniert für mich gerade dann auf einem engen Futterfeld, ein kurzes Vorfach mit einem weichen Material, funktioniert super. Als Bleisystem benutze ich unsere Shock-LEDs. Ich muss sagen, ich war immer ja, nie ein großer Freund von LED-Clips, weil ich doch das Gefühl hatte, gerade in Situationen, wo der Haken wirklich perfekt sitzen muss, man hakt halt doch nicht ganz so sauber wie mit einem Inline-Blei. Und das ist halt einfach die perfekte Kombi, ne? Weil manchmal muss man das Blei halt schon verlieren, so wie hier auch beim Totholzangeln. Und ich bin halt auch so viel Sorgen, viel am Holz, wie vor Hindernissen und ja. Dafür sind die einfach echt super. Der Hakensitz ist eigentlich immer mega, weil man wirklich direkt im Zentrum des Gewichtsschwerpunkts den Druck auf das Rig bringt und dementsprechend setze ich die sowohl hier als auch sonst in meiner Angelei sehr gerne ein. Die Beißzeit ist leider langsam aber sicher vorbei. Nichts mehr gegangen, trotz Stellenwechsel nochmal. Ja, wir werden jetzt langsam anfangen zusammenzupacken, hoffen natürlich noch auf einen Einpackfisch. Hat eigentlich auch ganz gut geklappt hier so die letzten Wochen immer mit der Taktik, also einige schöne Fische auch gefangen. Ich würde sagen, nächstes Mal gibst du wieder einen Dicken in die Kamera. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, abonniert unseren Channel, ihr findet uns auch auf Instagram und wenn euch die Produkte noch weiter im Detail interessieren, schaut auf unserer Website vorbei, avidcar.com, da findet ihr alle Details zu den Produkten, die wir heute vorgestellt haben und auch alles weitere, woran ihr noch Interesse habt.